Hey, willkommen zurück zu neuem Part von Terranigma. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Mondsteinen und 4 von 5 haben wir und haben wir schon. Einer fehlt uns noch und deswegen quatsche ich jetzt den Twitcher Fiebs hier mal an und der fliegt uns nach Grönland. Wie wir gleich sehen werden, am besten spule ich mal wieder ein bisschen vor. So, dann dauert das nicht so lange. Grönland. Ja. So. Ist ja bald wieder da. Und da finden wir den letzten Mondstein. Bevor ich zu dem Städtchen hier unten gehe, gehe ich mal hier links lang. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Genau, da ist doch noch. Ja, komm, geh mal weg. So. Und 961 Taler. Ist ja nicht so, dass wir schon genug haben, aber Geld ist Geld. Nimmt man natürlich an, ne? So, dann gehen wir mal rein. Pinguinea. Ein Städtchen voller Pinguine. Hallo. Glupsi glups. Ist verständlich, ja. Glupsi glup. Ja, ich verstehe dich schon, ne? So, in die Häuser, die können wir reinkriechen, dann finden wir auch schon den ersten Kristall hier. Gibt auch nur einen. So, na, was mit dir? Glupsi glup? Ja, ist schon klar. Oh, hallo, guck mal, Fische. Om nom nom. Ah, wie er sich freut, ja. Er freut sich darüber, dass wir die Fische gegessen haben. Ist eindeutig. Hallo, hallo, stopp, hallo. Ich kann nicht mit ihm reden. Schade. Ach so. Genau, bevor ich es vergesse, wir sollten die Orchidee ausrüsten. Oder anwählen. Und dann mit dem sprechen. Genau. Klupsi. Klupupsi. Ach, die Namen. Die Worte, die sie von sich geben. Dumme verliert die Orchidee. Im Gegenzug erhält er den Mondstein. Vom Pinguin. Wo auch immer denn den Herd. Was macht er jetzt mit der Orchidee? Glopsi glop. Der hat die Orchidee dem Pinguin gegeben. Okay. Was wollte ich da jetzt noch sagen? Wir haben jetzt schon alle 5 Mondsteine. Falls ihr euch fragt, wie man darauf kommen soll. Es wurde ja mal gesagt, also man muss sich wirklich ein bisschen zurückerinnern, von dem Mädchen, die diese Orchideen verkauft hat, die sagte, man kann damit ein Mädchen und ein Pinguin glücklich machen. Genau, und darauf soll man jetzt kommen, dass man da alle ankotzen soll mit der Orchidee und dann findet man irgendwann so einen. So, der malt wohl, der malt die Pinguine hier, alles klar. Was ein Künstler. So, haben wir hier noch was? Nö. Ach, ist wohl ein Gemälde von ihm. Uiuiui. Naja. Ihr könnt euch jetzt die Gedanken, eure Gedanken freien Lauf lassen. Also, will ich mal hier nichts ausweiten. Kommt sonst noch Müll zusammen. So, dann gehen wir wieder. Wir haben jetzt alle 5 Mondsteine. Allerdings fehlen uns noch ein, zwei Sachen. Und zwar, wir müssen ja immer noch unsere Städte vergrößern. 2 fehlen, glaube ich, noch. Achso, ich spule mal wieder vor hier ein bisschen. Dazu gehen wir jetzt zuerst nach Ahola. Genau. So. Ahola liegt weit im Westen, beziehungsweise im Osten. Warte mal. Osten, ja, dort oben links halt hier. Wie heißt das? Europa. Portugal, wenn es mich nicht täuscht, wie auch immer. Wisst ihr, was ich meine? So, da oben, im Norden, da liegt Ahola. Da müssen wir noch was abholen, das haben wir nämlich ganz vergessen. Beziehungsweise, ich habe es vergessen, oh, toll. Jetzt können wir es nachholen.
denn vorher entwickelt sich weder die Stadt noch eine andere. Ich habe auch gerade gar nicht im Kopf, wie die heißt. Nämlich hier drin ist ja immer noch der Typ, ne? Dem wir, was haben wir dir gegeben? Blech, genau, für seine Sardinen. Ich habe das Blech poliert und die Sardinen darin verpackt. Bitteschön, diese Büchse ist für dich. Schließlich war es deine Idee. Ölsardinen haben wir jetzt erhalten. Und das hätten wir schon viel eher holen können, aber gut, das geht so auch. Und die können wir jetzt zu dem Feinschmecker bringen. Der isst also alle möglichen Sachen und kostet und sagt dann was dazu. Und fragt uns, wo wir die her haben, glaube ich jedenfalls. Und dann müsste sich die Stadt schon entwickeln. Ich bin gerade überlegen, aber ich glaube noch nicht ganz. Eine Sache müssen wir dann noch erledigen. Also wir bringen jetzt auf jeden Fall die Ölsardinen zum Feinschmecker hierher. So, und dann haben wir aber noch zwei Briefe. Ne, haben wir hier, Moment, die kann ich mal zeigen. Da, das sind noch zwei. Mundschnecke kann ich auch zeigen. Haben wir fünf. Die zwei Briefe müssen wir noch zwei ganz bestimmten Leuten bringen. War das hier drin? Nee. Ich gehe gleich mal da hoch. Was ruckelt denn das jetzt hier? Komm, die ganze Zeit lief die Framezahl so gut. Schlimm mit der Framezahl hier. So, jetzt gehen wir mal nach rechts. Rechts, Osten, wisst ihr, was ich meine? So, und hier drin ist der Flugzeugfuzzi da, ne? Und der hat auch noch ein bisschen Geld für uns. Dumme, was ist das für ein Brief? Ein Brief der Leute aus Eheim? Natürlich helfe ich. Wann immer es geht, werde ich helfen. Einer allein ist schwach, doch gemeinsam sind wir stark. Ich werde auch meine Freunde und die Leute aus Moronia holen. Was war Moronia nochmal? Keine Ahnung. Naja. Nicht so schlimm, glaube ich. So. Den Leuten hier müssen wir nämlich immer noch helfen. Und ein Brief fehlt uns jetzt noch. Der. Moment, bevor ich hier irgendwas weiteres mache. Jetzt rüste ich mal wieder die Ölsardinen aus. Und gebe sie dem Feinschmecker. Der hier oben wohnen müsste. Hier links. Genau, Tom. Hallo Tom. Mann, das sieht aber lecker aus. Ich bin ein Feinschmecker. Lass mich doch einmal kosten, na klar. Willst du kosten, denn das sind Ölsardinen aus Ahola. Öl? Diese Art der Zubereitung kenne ich nicht. Ja, ist doch eher Konservierung, aber gut. Lass mich versuchen. Dome gibt die Ölsardinen weiter. Lecker, ein ganz und gar exquisites Stück Fleisch. Hervorragend. Ich werde es leicht anbraten und mit Kräuterbutter garnieren. Öl und Kräuterbutter, okay. Ist ja nicht genug Fett? Warum nicht? Vielen Dank für diese Köstlichkeit. Ich, Tom, sage, das wird in die Geschichte eingehen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. 100 Taler, Mensch, das ist ja viel. Okay. Davon abgesehen, dass wir kein Geld brauchen. Wo geht's jetzt hin? Ach genau, Brief. Jetzt müssen wir den letzten Brief abgeben. Und das Lustige ist, vorher konnten wir den nicht abgeben. Jetzt geht's zurück zum Ölsardinen-Fuzzi da hinten. Wir mussten nämlich vorher erst diese Ölsardinen dem abholen. Ja, wir mussten die abholen von dem. Und dann erst können wir ihm den Brief geben. So dass er uns Geld zuschicken kann. Vorher hat er nämlich gar kein Geld. So ist es so. Jetzt hier hoch. Dann sind wir schon da. Ahola. Dann müssten wir jetzt auch schon alles erledigt haben. Ach, hier hinten.
Was ist das für ein Brief? Von den Menschen in einer zerstörten Stadt? Darf ich mal? Oh Gott, schrecklich. Wie grausam ist doch das Leben. In Zeiten wie diesen muss ein Mann Stärke zeigen. Ich werde dir helfen. Ich habe viel Öserdien verkauft. Ich kann das Geld gut entbehren. Gut, dann haben wir jetzt alles abgegeben an Briefen und jetzt müsste die Stadt auch aufgebaut sein. Ja. Und jetzt fällt mir auch ein, dass ich nicht auf die Uhr geschaut habe. Und weiß nicht ganz, wenn ich aufgenommen habe. Aber ich schätze einfach mal, das sind jetzt 8 Minuten. Ihr könnt jetzt gerne den Monitor anbrüllen, falls es total daneben ist. Aber ja. Und da ist ein kleines Häuschen. Das liegt daran, weil die Stadt da oben. Ach, Moment, ich zeig's euch gleich. Erstmal gehen wir hier raus. So, Liberida umgehen wir einfach mal. Da oben, jetzt ist die Stadt aufgebaut. Bevor wir hier reingehen, zeige ich euch, was hier ist. Nämlich das Haus hier. Der Flugzeugfuzzi. Der wohnt jetzt hier. Und hat, denke ich, auch gar kein Problem mit. Und jetzt schauen wir uns mal die Stadt hier hinten an. Seeheim. Schon ganz anders. Ich hätte nie gedacht, dass wir eine neue Chance erhalten. Mir kommen die Freudentränen, wenn ich mir die Stadt anschaue. Oh, Heulesuse. Quatsch. Was ist das für ein Laden? Ich kann es nicht lesen. Irgendwas. Kalles? Seeheims Waren wurden an mehrere Märkte verteilt. Interessant. Wer bist du? Durch den Brand wurde Seeheim überall bekannt. Jeder kauft nun Waren auf Seeheim. Das ist ja auch gute Zuneigung. Wie heißt das Wort? Gute Wendung, ja. Nach dem Brand gab ich Seeheim keine Chance mehr. Doch nun weiß ich, dass Wille und Hoffnung Wunder bewirken können. Glaubt immer an eure Wünsche und Träume. Nix. Dinosaurier? Was? Wovon redest du überhaupt? Ich habe nie von Dinosaurier geredet, ja. Also, heutzutage was würde dieser Quatsch wohl jeden zum Lachen bringen? Du, wenn du wüsstest. Ja. Unwissender. Da ist nichts. Und ist rechts was? Hallo? Ich glaube, die kennen wir schon. Ha! Tschüss. Die brauche ich nur auch nicht mehr ansprechen. Ich glaube, die sind beschäftigt. Hier geht's hoch. Auch noch. Hallo? Mick Burger. Erinnerst du dich? Ich bin Jürgen, der geniale Koch. Ja, genial. Du, ich weiß schon, wie genial du bist. Inzwischen gibt es überall Jürgens Restaurants. Los, schau es dir an. Schau mal rein. Kennt ihr Sascha Krammel? Der hat doch auch so eine Bauchrednerfigur. Die sieht ein bisschen aus wie der Burger da oben. Okay. Genug. Was haben wir denn hier? Willkommen. Alles kostet 10 Taler. Nur mein Lächeln ist umsonst. Hier die Karte. Lächeln. Das ist toll. Okay. Bestimmen wir mal was. Burger. Max Pommes Fritz? Klar. Und eine Cola. Nehme ich dazu. Es dauert einen Moment. Nimm Platz und warte einen Augenblick. So. Da warten wir jetzt. Und warten. Ach, da kommt sie schon. Bam. Tut mir leid, dass es ein wenig gedauert hat. Alles frisst natürlich und die Cola hinterher. Gut, Son Goku. Sehr gut. Er war früher Vegetarier, doch weil er sich ständig übergeben musste, ist er nun noch Fast Food. Okay. Was ist das für eine Lache, bitte? Lass es dir schmecken. Vielleicht ist es auch eine Frau. Naja, kann man nie so ganz sehen. Das ist lecker. Bereits mein 8. Hamburger. Mein Bauch. Oh Gott. 8. Hamburger. Kennt ihr aber auch so eine, die hat einen Haufen Hamburger über den Tag verteilt eher gegessen. Na, ist egal. Aus Jürgen ist etwas geworden.
gut, dass du das erkannt hast. Vielen Dank, ja. Dankeschön. So, haben wir hier was? Hallo? Bist du der Telefontyp? Nee, das ist der andere Stadt. Oh. Wir sorgen dafür, dass sich so eine Katastrophe nie wieder wiederholen kann. Wir bauten eine Brandwache und gründeten eine Bürgerwehr. Ach, das ist die Bürgerwehr jetzt. Oh. Ihr seht ja cool aus. So können wir so jedes Feuer sofort im Keim ersticken. Gute Maßnahmen wurden hier eingeleitet. Ach, und des Touristen-Dings. Stimmt, da kann ich jetzt gleich mal ein Foto machen. Möchtest du das anwählen? Natürlich möchte ich. So, und Knips. Haben wir hier auch ein Foto? Ja, ich fotografiere gerne. Ach so, warte mal. Was haben wir denn alles schon? Goldküste haben wir, okay. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die Goldküste haben. So. Was ist das? Kristall. Sehr gut. Wer bist du? Gebäude so hoch wie der Himmel werden gebaut. Unglaublich. Ja, Seeheim war mal so ein mickriges Dorf, ne? Schon cool, was hier passiert ist. Ein Opa. Früher hat mir Seeheim gefallen. Ich schuftete hart und die Natur belohnte mich dafür. Doch hier spüre ich den Odem der Natur nicht mehr. Puh, ja, ne? Ja, was willst du da jetzt machen? Ich meine, du könntest entweder das ertragen oder nicht. Ja, kann halt rausziehen. Irgendwo in der Natur ist ja jedem das seine. Oma schläft. Verhalte dich ruhig. Okay. Hallo, Oma. Ich habe mir eine Boxen mitgebracht. Soll ich dir die mal vorführen? Gute Güte. Ich verstehe. Sie hält wohl nichts von Boxen. Du, deine Oma hält nichts von Boxen. Aber gut. Die Oma. Na, habt ihr auch eine Oma? Das war eine blöde Frage. Wo gehen wir jetzt? Na, haben wir schon Mondsteine? Wir haben alles. Ja, eigentlich sind wir komplett. Oder? Nee, die Goldküste fehlt noch. Die haben wir noch nicht entwickelt. Stimmt. So, ich hoffe mal, dass es jetzt noch 5 Minuten sind, die wir haben. Ich mache das einfach so. Egal, wie lang es jetzt wird. Ist völlig egal, ob es 20 Minuten werden oder nicht. Ich glaube, ich muss so anders hin. Ich spule mal wieder ein bisschen vor. So, geht wesentlich schneller. Und hier hinten ist dann die Goldküste. Genau da. Das müssen wir auch noch entwickeln. Ach so, da fällt mir noch was ein. Ich hätte den Flugzeugfuzzi-Club nochmal ansprechen müssen. Ah, Mist. Mist. Okay. Jetzt, was mache ich denn jetzt? Habe ich schon ausgewählt, ist schon klar. Ich gehe nochmal zum Bürgermeister, der war glaube hier. Ja, genau. Es gibt hier viele Attraktionen. Das Essen ist gut. Die Koalas sind süß. Dennoch haben wir kaum Besucher. Ich frage mich warum. Ich glaube, wir müssen vorher zum Flugzeugfuzzi und dort was abholen. Ich versuche das mal einfach mal. Ich weiß nicht, ob das klappt. Mal schauen. Ansonsten bin ich ein bisschen ratlos, was wir da machen können. So, ich spule mal wieder ein bisschen vor. Ist gut, wenn man einen Emulator hat, was? Ja. Cool. So. So, liebe Rita. Falsch. Raus hier. Ich muss in das Häuschen da oben. So, hast du was für mich? Hallo, ist das Fliegen nicht wunderbar? Ich habe eine Bitte. Wenn du in eine Stadt kommst, in der man sich fürs Fliegen begeistert, dann gib dort diese Landebahnskizzen ab. So können selbst weit entfernte Länder leicht erreicht werden. Du
tust du mir diesen Gefallen? Na sicher. Sicher, du kannst mir die Skizzen anvertrauen. Du tust es. Toll, ich verlasse mich auf dich. Yes. Landebrand-Skizzen. Die wollte ich haben. So, die geben wir jetzt dem Bürgermeister von dieser Goldküste und dann müsste bald so eine Landebahn dort erscheinen. Genau. Jo. Achso, jetzt könnten wir mal wieder ein bisschen vorspulen. Das geht doch wesentlich schneller hier. So. Und ich hoffe, der nimmt jetzt an. Ja, würde er schon annehmen. Und dass dann auch alles klappt. Dass sie sich gleich entwickelt und so weiter. So, hier oben rein. Ich muss natürlich noch anwählen. Da. Give me that Landebahnskizzen. So. Was hast du da? Was? Was, kann man damit Landebahnskizzen für die Flugmaschine bauen? Wir reden gerade über Möglichkeiten, die Stadt attraktiver zu machen. Können wir die die Skizzen haben? Nee, deswegen habe ich sie jetzt nicht mitgebracht. Ich wollte sie eigentlich verbrennen. Natürlich, das ist ganz im Sinne desjenigen, der mir die Skizzen gab. Übergibt die Landebahnskizzen. Großartig. Auf diese Weise werden uns mehr Leute besuchen. Wir werden sofort mit den Bauarbeiten beginnen. Yeah. Sehr cool. Jetzt können wir gleich sollten wir hier auch hier hinfliegen können. Ja, jetzt noch nicht, genau. Ich gehe mal hier rein, mal gucken, ob das schon klappt. Und wieder raus. Ist noch nicht da, okay. Was machen wir denn dann? Ich glaube, wir müssen woanders hin. Damit das aktiviert wird. Wo können wir da hin? Keine Ahnung. Warte mal, ich mache ein bisschen schneller hier. Ich glaube, ich muss mal in irgendeine Stadt. So, hier hoch. Eigentlich müsste das schon reichen. Ich gehe mal sicherheitshalber noch ein bisschen weiter hier. Ach so, das müsste ich hier eigentlich auch bald entwickeln, oder nicht? Was ist mit dir los hier? Bis jetzt Kaum-Industrie. Höchstens 100%. Dann müsste sich doch entwickeln jetzt, oder? Eigentlich schon. Ich frage mich, wann. Weil es ja 100%, ne? Ich muss ja eigentlich nichts mehr machen. So, hier ist ja alles fertig, ne? Lore. Das ist alles Klärchen. Ich glaube, ich muss gleich Schluss machen wieder. Ich schaue nochmal bei der Goldküste vorbei, ob wir da die Landebahn jetzt haben oder nicht. Ist noch nicht entwickelt. Komisch. Ist ein bisschen eigenartig hier. Strange. Setz wäre ich strange. Wo waren das jetzt? Hier hinten. So. Haben wir jetzt eine Landebahn? Ja, jetzt ist sie da. Das ist gut. Und das ist auch entwickelt. Sehr schön. Goldküste. Ich mache mal noch ein Foto davon. Ich glaube, kein Unterschied jetzt dazu, aber warum nicht? Ach, genau. Ich glaube, es liegt daran, dass wir noch kein Foto von Ahola haben. Müsste ich da, glaube ich, noch machen und überall rumzeigen. Giftshop. Kann man noch was kaufen. Aber ich glaube, ich beende jetzt erstmal den Part und alles Weitere machen wir im nächsten. Wir haben jetzt einiges geschafft. Wir haben so ein, zwei Städte weiterentwickelt. Und im nächsten werden wir dann auch Ahola weiterentwickeln. Ich hoffe, das wird klappen, wie ich es mir vorstelle.
So, hoffe ich, dass es euch hier gefallen hat. Könnt ihr mal was drunter schreiben in die Kommentare. Würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!